Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Skyrim. So, ich habe jetzt mal viel rumprobiert und ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt mal ein bisschen mich mit Alchemie auseinandergesetzt. Wir haben auch gut Punkte in Alchemie dadurch bekommen, durch dieses ganze Rumprobiererei. Ich habe das System jetzt auch so ein bisschen verstanden. Bei weitem nicht perfekt, aber okay. Dementsprechend, ja, wir sind jetzt von 21 auf 39 hoch. Also, das waren ordentlich Punkte. Ich kann ja mal kurz durchgehen. Ich habe jetzt hier fast alle drinne. Und zwar ist es wie folgt. Das, was mir jetzt sozusagen aufgefallen ist, dass man ja quasi verschiedene Tränke mit 3 Zutaten bauen kann. Man braucht aber eigentlich nur jeweils 2, um in die Gattung der Tränke reinzukommen. Als Bleistift. Müsste hier unten irgendwo sein. Genau. Haben wir jetzt zum Beispiel zweihändig verstärken. Das können wir jetzt sozusagen ganz normal herstellen. Ist kein Problem. Dafür brauche ich den jeweiligen ersten beiden Komponenten. Jetzt haben wir aber noch 7% mehr Schaden. 5%ige Feuerresistenz für 60 Sekunden. Das habe ich dann halt dementsprechend mit was anderem noch zusätzlich als Boni-Option genommen, wo dann unterschiedliche Tränke rauskommen. Ich habe das halt auch mit verschiedenen Versionen versucht. Also hier haben wir jetzt nochmal verschiedene Versionen der ganzen Sache. Die Tränke sind alle, ziemlich bescheiden gesagt, sehr beschissen. Weil auch die Stärke unterscheidet sich von dem, was ich sozusagen drauf habe in der Alchemie. Das heißt, auch da kriegt man dann ab und zu mal einen Punkt mehr, einen Punkt weniger. Also ich habe hier sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe fast all unsere Ressourcen in irgendwelche Tränke verbraten und sehr, sehr viel rumprobiert. Alles, wo Doppelpunkt hintersteht, das sind halt die Tränke, die ich gemacht habe. Das ist eigentlich immer so das Anzeichen dafür. Deswegen, man merkt eigentlich sowas wie Beschwörung verstärken. Das ist halt bei weitem nicht gut. Also Ausstellung, 9 Punkte wiederherstellen. Ey, das ist Kindergarten. Also, ja, jeder Ausdauertrank, den wir sonst so gefunden haben, der macht hier mindestens 20 und das finde ich schon sehr wenig. Also, yay. Ja, aber es wird halt stärker. Dementsprechend brauchen wir halt unbedingt auch, wenn wir da wirklich reingehen wollen, ordentlich Punkte. Wir könnten das natürlich hier auch nochmal mit Alchemist verbessern, aber da muss ich dann nochmal ein bisschen mich mehr mit befassen. Ressourcen sind jetzt quasi alle ins Level reingeflossen und ins Rumprobieren. Aber gut. So, des Weiteren, ich habe nochmal ein bisschen Holz gehackt. Und zwar machen wir jetzt aus Zwergisch uns ein paar Zwergenpfeilchen. Wir haben halt sehr viele Zwergenmetallbahnen. Und ich habe mir ein bisschen Feuerholz geholt. Deswegen hauen wir da jetzt mal so ein bisschen Feuerholz hier in die zwergischen Metallbahnen rein. Das ist jetzt dann auch das letzte Mal, dass wir das so machen. Dann haben wir immer noch ein paar auf Reserve. Aber ich nutze jetzt davon sehr viele aus, um die Schmiedekunst hochzubringen. Und das geht eigentlich immer noch ganz gut. Jetzt haben wir noch fast 100 übrig. Das werden mehr als genug Zwergenpfeile sein. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, auf 80 zu kommen. Ah, 6. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Vorbei. Gut, wird ja auch immer von Stufe zu Stufe schwieriger. Schade. Also Ebenerzrüstung wird es heute noch nicht geben. Aber wir haben jetzt ordentlich was weggearbeitet. Also wir haben ordentlich Punkte dazu gekriegt. Ich gehe mal davon aus, wir könnten jetzt sogar fast 2 Level gemacht haben. Von dem ganzen Rumprobiererei und hier und da. Und du levelst ja sogar noch damit. Das ist ja cool. Also, ne? Das heißt, selbst meine Fehlschläge werden in meiner Erfahrung wiedergespiegelt. Das heißt, so richtig so diesen Lernfortschritt, das mag ich halt, ne? Gut, Schmiede ist jetzt mittlerweile, da wissen wir jetzt so, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Da ist jetzt nur noch ein bisschen hochziehen, aber hey, da könnten wir vielleicht nochmal mit ein bisschen Geld was regeln. So, jetzt werde ich aber die ganzen Pfeile, die wir jetzt hier haben, mal kurz ablegen, weil das ist, pff,
5000 könnte man zumal irgendwann mal verkaufen. So, die Holzfäller-Axt, die packe ich natürlich auch nochmal weg. Die brauche ich auch nicht mehr. Oh, ich kann mich bewegen. Ey, guck mal, Mädchen, ich kann mich bewegen. So, jetzt gehen wir aber erstmal schlafen und danach erstmal ordentlich was essen. Ich habe so einen Kohldampf. Eieieiei. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Ich will jetzt erstmal... So, stopp. Das reicht schon mal. So, jetzt gehen wir noch einmal auf Magika. Ah, ich muss auswählen. Verdammt. Da habe ich nicht gemerkt, wie viel wir jetzt schon bei Magika sind. 2 Punkte waren es jetzt. Gut, wir sind noch erschöpft, klar. Aber jetzt muss ich 24 Stunden schlafen. Deswegen habe ich jetzt auch noch nichts gegessen, weil wir hungern jetzt sowieso aus. Denn ich möchte jetzt ein bisschen die Händler abklappern. Mit Falkenring angefangen. Bedeutet, da müssen wir ja sowieso nochmal hinreiten. Und von daher machen wir jetzt sowieso durch das große Schlafen jetzt hier einmal sowieso nochmal ein Komplett-Reset. So. Das sollte ausreichen. Ich bin gut ausgeruht und jetzt unbedingt was essen. Ey, diese Sicht ist ja schlimm. Ich habe sogar sehr viel vorbereitet. Okay, ich bin satt. Oh, endlich wieder satt. Oh, ich sehe wieder was. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? So, und zwar ist hier im Beistelltisch noch Zeug von Waffen, was wir verkaufen können. Wir haben immer noch genug zum Verkaufen. Soweit ist es nicht. Aber ich will jetzt heute auch mal gucken, dass wir vielleicht nochmal einen Punkt Redekunst reinkriegen. Muss ich sowieso mal gucken, wie weit sind wir denn jetzt in der nächsten Stufe? 41. Ich würde sagen, dass das irgendwann bis 80 sogar hochgeht, wa? Das heißt, ich hätte jetzt sozusagen noch 40 Talentpunkte, die ich dann noch verteilen könnte. Weil, wie gesagt, einige Talente finde ich okay. Andere könnte sein, dass ich sie nicht bräuchte. Ich muss aber trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, weil bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo ich höre, so, ja, hier kannst du resetten oder so. Klar, wir waren noch nicht bei irgendeiner Magierakademie. Ich denke mal, das wird irgendein Magier machen oder es muss irgendein NPC geben, der irgendwie was macht oder irgendein Buch, was vielleicht selten ist, was man vielleicht durch irgendeine Mission kriegt, wo man dann vielleicht ein paar Talentpunkte wiederkriegt. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Der hat natürlich Pech gehabt, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit meinen jetzigen Talentpunkten. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich Redekunst blechern. Da ich jetzt auch nicht weiß, welches Level das jetzt insgesamt geben wird. Könnte halt sein, dass wir nur bis 60 kommen. Wäre halt auch nur so eine Sache, aber da glaube ich nicht dran. Dafür bin ich noch in einigen nicht wirklich weit. Zum Beispiel Zerstörung haben wir fast gar nicht aufgelevelt. Leichte Rüstung ist auch fast gar nichts drin, also... Ja, wir hätten eigentlich so rein theoretisch, so von der Theorie her, würde ich so 70, 80 anpeilen, wenn wir wirklich alles Maximum haben. Aber mal gucken. So, jetzt müssen wir erstmal überhaupt irgendwann mal eine Fähigkeit mal auf 100 kriegen. Das wäre ja schon mal cool. Alles gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wir wollen beides. So, ich könnte dir als allererstes... Ach nee, ich hatte ja nur Waffen mitgenommen. Erstmal ein bisschen was in die Hand drücken. Und ja, da sind jetzt auch so kleine Sachen mit Verbrennung und ähnliches drin, die wir eigentlich nicht brauchen. Weil es ist dann größtenteilig nur Eisen und Co. Oh, ein Punkt noch. Na komm, dann kriegst du noch den Elfen. Haben wir hier noch irgendwas drin, was jetzt nicht so teuer ist? An Waffen? Sieht nämlich nicht so aus. Ah, ne. Ich hätte gehofft, dass wir kleiner werden. Ich bin in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Ja. Gut, jetzt wollen wir erstmal zur Tranktante gehen. Hier kann ich ja derzeit nur Tränke verkaufen.
Auch da könnten wir vielleicht ein paar Tränke eintauschen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil die hier selbstgebrauten sind alle kacke. Die sind alle kacke. Also so ein, zwei könnte man saufen, ja. Aber alle davon, ich habe da so viel Mist zusammengebraut. Einfach nur Gewicht. Macht euch werft einen Blick darauf. Einfach nur Gewicht. So, Zaubertränke. Du hättest zum Beispiel anfällig für Magie. Elixiere hat sie drinne. Des Berserkers, das war zwei Handwaffen. Der Stärke mit 50. Den muss ich mitnehmen. Den muss ich doch mitnehmen. So, was hast du sonst noch? Wundertrunk der Gesundheit. Erhöht die Gesundheitspunkte. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zaubertrunk der anhaltenden Unsichtbarkeit für 40 Sekunden. Ja. Stellt Magika, der ewigen Magika stellt vollständig wieder her. Hört sich, oh, das hört sich gut an, aber das ist nicht ganz so teuer. Aber jetzt muss ich erstmal verkaufen. Na gut. So, jetzt haben wir hier einmal Essenz des Beschwörens. Ja, das behalten wir, aber hier die Anfälligkeit für Gift. Die Anfälligkeit für Feuer. Gift, Frost, Gift, Ausdauer senken, Ausdauerregeneration senken. Ausdauerregeneration senken. Und man merkt, ich habe viel rumprobiert. Erzürnen. Nochmal erzürnen. Nochmal erzürnen mit einem anderen Wert. Gesundheit senken. Gesundheit senken. Also ich habe zu Anfang fast nur irgendwelche Gifte hergestellt. Also gerade bei den Giften haben wir halt enorm viel. Was hattest du eigentlich? Bücher, Frostrezent und Unsichtbarkeit. Das habe ich noch nicht, das nehme ich mit. Frostresistenz habe ich schon. Aber Unsichtbarkeit? Ja. Gut, jetzt müssen wir nochmal gucken, jetzt müssen wir mal von unten gucken. Der zusätzlichen Magika, ja, könnte helfen, ist jetzt nicht so. Wasseratmung brauche ich mit meiner Rasse nicht. Der starken Heilung ist schon mal ganz cool. Der kräftigen Magika. Ein der Krankheitsheilung, der kann auch nicht schaden. Der kleinen Heilung nehme ich auch mal mit. Der Heilung erhöht nur die Gesundheit. Nö, das brauchen wir eigentlich nicht. Und ansonsten ist das jetzt hier eigentlich eher nichts. Das heißt, ich nehme dir jetzt ein bisschen was davon ab. Man sieht ja hier, ich habe schon mit einigen davon, Grassamen habe ich noch gar nicht gehabt. Okay. Magika senken und ähnliches. Man sieht, ich habe sogar bei einigen das ordentlich hochgeschafft. Bei anderen, die hatte ich noch gar nicht. Du hast ja auch hier jedes Mal eine andere Auswahl, so wie es aussieht. Ausdauer wiederherstellen. Ja, okay. So, jetzt kommt das nächste, das Gift lähmen. Dann haben wir hier Magika senken, Magika senken. Magika senken, Magika Regeneration senken, also ja, momentan ist das wirklich noch nichts. So, jetzt wird hier mal wieder ausgetauscht. Gut, sie hat keine Ressourcen mehr, aber ich habe hier halt noch jede Menge Tränke. So, Zaubertrank der Heilung, 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 Heilung. Hier sind meine des Wiederherstellens. Ja, der ist 23 Punkte stark. Könnte man nochmal benutzen. Beschwörung verstärken ist aber viel zu viel. Davon habe ich mehr als genug gemacht. Ja, können wir fast machen. So, bleiben noch 4 übrig. Gut. Mhm. Mhm. Wir haben immer noch viel zu viele Tränke. Aber okay, ich werde viel Tränke bestimmt nochmal gebrauchen. Bedeutet, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt haben wir hier nur noch einen Händler. Bin sogar am Überlegen, jetzt nochmal Erze zu kaufen, aber nee, ich will eigentlich das Geld haben. Oder vielleicht den letzten Punkt Redekunst. Wie weit sind wir denn jetzt dadurch mit Redekunst geworden?
Also wie es aussieht, bei der Hälfte. Etwas über der Hälfte, könnte man sagen. Jetzt haben wir wieder so ein schiefer Balken. Könnte Hälfte oder etwas über der Hälfte sein. Hier könnten wir jetzt aber nochmal große Magikersteine nehmen. Also hier für Verzaubern und so. Da brauche ich da auf jeden Fall welche. Kommt mir bloß nicht in die Quere. So, dann machen wir noch gucken. Seid gegrüßt. Im Gegensatz, werft einen Blick darauf. Ja, werft einen Blick darauf. So, das heißt, ich erhöhe jetzt erstmal deinen Sachen, indem ich dir jetzt hier einfach mal ein bisschen was abkaufe, das auch wenn es teuer ist. Ah, den mächtigen kann ich mir gerade nicht leisten, ne? Dann warte mal ab. Ich habe nämlich hier so einen Bogen, so ein Stäbchen, nochmal Jagdbögen, Jagdbögen des Eisens. Klinge von Falkenring. So, was hatten wir hier noch? Langbogen. Die feine Axt. Ah, ist ein bisschen zu teuer. Einen orkischen Streitkolben und dann dürften wir doch weiterkaufen können. So, dann nehmen wir den noch mit. Die Armseligen. Und dann passt das. So, jetzt kann ich dir den Furcht geben, der Müdigkeit, den Kriegshammer. Zweihänder, noch ein orkisches Schwert. Scarletter Ebenerz, Dolch, ja gut. Werde ich nie verwenden. Oh, auf 50. Wir haben so 50 geschafft. Gut, komm, ich gebe dir mal 3. Bin aber immer noch viel zu schwer. Ich habe mir doch ein bisschen mehr mitgenommen. Aber egal, das ist die Redekunst endlich auf 50. Das heißt, ich kann Händler spielen. Und bitte, bitte lass das jetzt so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Kann ich euch etwas bringen? Wo bist du rausgekommen? Weil dann könnte ich jetzt hier bei der Taverne Waffen verkaufen. Ich kann jetzt jeden NPC alles in die Hand drücken. Wenn das jetzt aber nur auf gestohlene Waren ist, ja gut, dann ist es nur halb so gut. Dann könnte man auch mal einen Dieb machen. Aber ansonsten habe ich keinen weiteren Skill gefunden. Es sei denn, es gibt jetzt halt wirklich noch irgendwo einen NPC, der nur gestohlene Ware annimmt, den ich noch nicht gesehen habe. Aber schauen wir mal. Willkommen im Todmannstrom. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Ich kann ihr alles in die Hand drücken. Sie hat so eine Hoft... Oh, boah, Alter. Ich kann ihr 2 Waffen geben und dann ist Ende. Aber egal, ich kann jetzt jedem alles geben. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Ja gut. Aber bedeutet, wir müssen ein bisschen reiten. Und ich bin noch nicht so reich. Ich bin jetzt erst bei knapp 3000 wieder. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen reiten. Ich hoffe... Bei Schoßgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Aber wir können jetzt jeden Händler endlich ärmer machen. Aber auch wirklich jeden Händler. Ich glaube, dann wird es auch in der Redekunst reichen. Also das eine habe ich ja nur geskillt, damit ich halt den Skill jetzt kriegen kann. Das mit dem Ausbauen, glaube ich, wird gar nicht mal so schlimm. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die nächstbeste Stadt vor. Ich weiß nicht, ob Hendrahein, also Hendrahein, da wollen wir ja sowieso nochmal hin, ob es dort einen Händler gibt, da waren wir ja noch nicht. Wenn ja, dann Jackpot, weil dann könnte ich wieder ein bisschen mehr loswerden. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Schnellreise-Dude gibt, der mir mit einer Kutsche sagt, okay, ich bringe dich woanders hin. Könnte nämlich sein, nein. Aber gut, müssen wir mal gucken. Ja, und ich reite hier schon wieder verkehrt. Müsste hier einfach durchreiten. Das geht ja ein bisschen schneller. Haben wir zwar ein paar Random-Ereignisse, aber das ist nicht so wild.
Zur Not renne ich schnell genug weg. Oder ich versuche es selbst zu besiegen. Ah, den flüchtenden Hasen, den müssen wir nicht mehr so häufig machen. Das wird schon langsam. Klar, ab und zu gibt es noch Gegner, wo ich noch wirklich Respekt habe. Ihr wagt es gegen einen mehr zu kämpfen. Ach komm. Oh, ich habe gar nichts ausgewählt. Warum auch nicht? Ha! Stark und reich. Alle schubsen mich immer nur rum. Ich werde euch brennen sehen. Ich habe genug von euch. Ja. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Hallo, Tova. Nicht jetzt. Ich will das sehen. Wer hat hier das Sagen? Das Sagen über was? Ich habe das Sagen über mich und ihr habt das Sagen über euch. Wenn ihr uns beitreten wollt, solltet ihr mit Kodlak reden. Wer ist Kodlak? Sprich mit den Anführer der Gefährten. Wer sind die Gefährten? Wir sind die verdammt besten Kämpfer in ganz Himmelsrand. Zumindest einige von uns. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Oh ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Mit dir möchte ich auch nochmal reden? Denn halt nicht, als wenn ich stinken tue. Hä? Alles klar, Frosty. Ich stinke. Hast mitgekriegt, ne? Ja. Deprimierend hier. Wollen nicht mit mir reden. So, aber ich bin hier schon wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Ein bisschen. Das ist das random Ereignis hier. Wir müssten hier lang. Ein kleines Stück. Nee, nee, nee. Ich muss noch weiter nach rechts. Ich gehe immer weiter in die Berge rein. Ja, das üben wir nochmal. Genau, hier sind wir schon mal dran vorbeigeritten. Hier sind wir schon mal dran vorbeigeritten. Das kommen wir jetzt so halbwegs hin. Wir waren irgendwo Banditen. Das war schon alles? Wirklich? Ja. So wie es aussieht, ja. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Vikas, aha. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nahe. Das sind schon wieder welche von den Gefährten. Wer hat hier das Sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Vilkas. Kodlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Wer sind die Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kodlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen?
Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Auf Wiedersehen. Okay, wir finden viel von denen. Faszinierend. Aber na gut. Ja, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher. So, wenn wir jetzt hier hochgehen. Hatten wir jetzt die eine Mine hier? Genau, hier hatten wir die Banditen leer gemacht, die schon wieder da sind. Und ich komme hier nicht weiter hoch. Nee, nee, nee. Wir drehen wieder um. Ich dachte, ich komme da hinten irgendwo hoch, aber komme ich leider nicht. Jetzt wird der Banditenraufbold erstmal gerauft. Wie ein Hühnchen. Man sieht oben seine Lebensbalken. ja. Hui. Aber wir schaffen es so halb. Einfach hier irgendwo querbeet durch. Und ich hoffe, dass das jetzt hier keine Falle wird. Müsste ja hier oben irgendwo sein, ne? Hier ist es. Oh, bitte lass mich hier Handel treiben können. Okay, eine Schmiede haben wir schon mal. Das hört sich gut an. Herr Drahein entdeckt. Guten Tag, die Dame. Was wollt ihr, Echse? Okay. Gut, ich habe euren Brief erhalten. Ich verstehe. Moment, das war... Jetzt muss ich den Brief nochmal lesen. Ich habe das ein bisschen vergessen. Das ist halt, wenn man zu viele Questen hat und dann nicht mehr weiß, woher das ist. Das war ja gleich die ersten Herausforderungen der Kriegerin. Vor langer Zeit haben die Ahnen eine große Halle am Fuß des Berges nördlich der Gallenschluchtmine erbaut. Sie nannten sie Hedraim, das Heim eines Kriegers, das selbst Sovngarde in den Schatten stellte. Als letzte meines Clans möchte ich dieses Heim einen echten Krieger überlassen. Ihr seid kein Nord, aber ich habe gehört, dass euer Geschick im Kampf mit einem unserer legendärsten Krieger aufnehmen kann. Beweist es mit eurer Klinge. Ja, die wird mich gleich angreifen. Nee. Ja, genau das habe ich mir jetzt gedacht. Ich muss hier mal ganz schnell ein bisschen was loswerden. Sonst habe ich gleich ein Problem. Okay, das sollte erstmal reichen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Jetzt bringen wir es zu Ende. Okay, gut. Eigentlich so, ja. Nehmen wir erstmal das Schwert. Dann kann ich mit dem Schild ein bisschen unterbrechen. Weil der Frost ab drunter, ich krieg ordentlich auf den Arsch. Oh, die zündet mich sogar an. Aber ich habe mehr Tränke, als du dir vorstellen kannst, Mädchen. Da macht ihr jetzt mal keinen Kopf. Der Stärke des Retters des Waffenspiels wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen.
Ausdauer wiederherstellen. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Nö, noch nicht. Noch nicht. Wir steigern mal die Rüstung. Aber mal Gesundheit. Ausdauer. Jetzt bräuchte ich mal irgendwas mit Gesundheit. Gesundheit wird 60 Sekunden um 14 Punkte erhöht. Stellt Gesundheit wieder her. Wie leicht ich wäre da. Bei Ismir, das werdet ihr büßen. Okay, die Feuerresistenz hätte ich auch mal nehmen sollen, wa? Komm, 10%ige Feuerresistenz. Ich hab ja genug. So ist es nicht. Haben die jetzt sogar noch einen Nutzen? Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben. So, komm schon. Das war schon alles, wirklich? Komm schon, zeigt mir, was ihr könnt. So, ich krieg's nicht wirklich umgestoßen. Egal. Wir haben mehr als genug. Zweihändig, nee. Ich nicht noch. Ausdauer hier. Machen wir noch einen mit Beschwörung verstärken, so. Und ich wechsle über zum Feuer. Mach wieder. Das war gar nicht. Mal sehen, was ihr drauf habt. Hey, oh, Entschuldigung, ja, das war nicht meine Absicht. Ich liebe gute Kämpfe. Was macht ihr denn da? Ja, das frage ich mich auch. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Ja, mit zwei Händen zu kämpfen ist schon ein bisschen schwieriger. Aber sollten wir gewinnen. Ich liebe gute Kämpfe. Auf, solange ihr noch könnt. Ich kann euch nicht besiegen. Das war ein Kreuzbruch. Guten Hunger. So. Nordschwert der sengenden Hitze. Mhm. Ein Bier. Eine Notiz. Den Schlüssel. Okay, wir nehmen natürlich alles. So, was ist mit der Notiz? Als die Welt noch jung war, waren die Dinge einfacher. Entweder sie oder wir. Wir kämpften um unser Überleben und fanden Ruhm im Tod. Jetzt bekämpfen wir unsere eigenen Schildschwestern und Brüder wegen Bannern, die so vergänglich wie der Wind sind. Als ich Hirjarek auf dem Schlachtfeld tötete, schwor ich, meine Waffe ruhen zu lassen. Eine ehrenhafte Entschuldigung, die beschämende Folgen hatte. Die Barden singen nicht über diejenigen, die in ihren Heim sterben und von der Zeit gerichtet werden. Wenn ich ihn wiedersehen will, muss ich Zun auf der Walkknochenbrücke ins Antlitz blicken und meinen Platz in der Halle der Tapferkeit verdienen. Ich vermisse dich, Bruder. Warte auf mich in Sovngarde. Hä? Okay. Ja. Haben wir den Schlüssel? Und jetzt gehört dieses Heim uns? Sch-
Schmuck. Sehr, sehr Schmuck. Und ein schöner Zwischenstopp hier. Aber bettfremd, nee. Doch, Bett gehört mir. Das sind aber irgendwie wieder für irgendwelche Leute hier Betten. Aber sieht sehr, sehr schön aus, dieses Domizil hier. Eines Kriegers würdig. Ah, Waffenkeller. Ja, hier, Waffenkeller, gut. Ah, schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Knüppel des Champions. Blutskallenklinge. Glasbogen des... Oh, hier gibt es sogar noch spezielle Dinger. Aha. Fackelwürmchen im Glas, Biene im Glas, Libelle im Glas, Motte im Glas. Okay. Was haben wir hier? Holzmaske. Hier können wir eigentlich Masken platzieren. Okay, Streit kommt von Molok Baal. Ja, Dämonenbrecher, Drachenfluch. Das sind alles für spezielle Axt der Reue. Ebenerzklinge. Auriels Bogen, Auriels Schild. Dämmerwacht. Oh, das hätte ich mal vorher sehen müssen. Vitrine öffnen. Aktivieren Dolchständer. Das sind aber normale Dolchständer. Die Puppen sind auch ganz normal. Hier kann man irgendwelche Klauen. Das sind Drachenklauen, die ich hier platzieren kann. Oh. Okay. Schildständer. Also hier sieht es wirklich sehr cool aus. Und zum Ausstellen hast du hier wirklich sehr, sehr viel. Interessant. Sind es hier auch nochmal spezielle? Ne, das sind normale Waffenständer. Mehr haben wir jetzt nicht. Eine zerbrochene Klinge. Die darf da drinnen bleiben. Sie hat bestimmt einen Wert für irgendjemanden. Schildständer. Alter, du hast ja hier wirklich jede Waffenständer ohne Ende. Eins ist ein Nachteil. Kochen können wir. Doch, kochen können wir. Bratspieß. Wir können am Bratspieß und stellen. Wir haben aber keine Schmiede, kein Alchemietisch. Nichts weiter. Das heißt, der hier ist wirklich nur zum Ausstellen. Aber sieht schön aus. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Können wir hier auch... Oh, wir können sogar im Ofen gehen. Können wir hier irgendwas Spezielles machen? Ah, ich brauche einen Ofen, um die ganzen Leckereien zu machen. Da mehr, aber ich brauche auch alles wieder Salz, Salz, Salz. Ah, Butter, Kartoffeln, Milch. Ja, damit können wir Brote machen. Okay, gut. Also wir hätten hier Brote zu machen. Tresor, wo wir halt alles reinmachen können. Bücherregal. Ich finde die Bücherregale ganz cool. Ich finde nur schade, dass sie... Ne? Sogar ein ganzer Bücherschrank. Okay. Ein ganzer Bücherschrank. Kleiderschrank ist natürlich leer. Ja, gut. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich will das hier mal nicht durch meine Plündertour. Wir haben doch Alchemielabor, Verzauberung.
Jetzt habe ich mir so viel Mühe mit meinen gegeben, jetzt fehlt mir eigentlich nur eine Schmiede. Wenn es jetzt hier eine Schmiede gibt, dann ziehe ich um. Das hier finde ich hübsch. Wir haben hier nur den einen Keller, aber der Keller geht leider nicht weiter. Wir haben hier keine... Natürlich haben wir eine Schmiede, die Schmiede ist doch draußen. Bin ich bescheuert? Aber der nächste Nachteil ist, wir haben keine Schnellreise von hier aus, ne? Also wir hätten hier keinerlei Schnellreise. Wir hätten hier zwar alles, was ich brauche, um hier wirklich gut arbeiten zu können, aber es fehlt der Kutscher. Weil von hier aus müsste ich bis in die nächste Stadt reiten. Bedeutet, entweder nach Makat oder derzeit nach Falkenring, bezüglich in mein eigenes Domizil hier. Haus mit Seeblick. Und beides ist, sagen wir mal so, es ist die Mitte. Ah, es ist sehr hübsch. Es ist sehr, sehr hübsch gestaltet. Ich finde es sogar hübscher als die Wohnung, die wir in Markart haben. Aber es ist eine gute Grundlage, um hier nochmal zwischenzuschlafen. Und dann geht es ja wirklich hier runter zum Dings. Ja, okay. Vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, Stelle hätten wir hier auch. Das dürfte passen. Also eigentlich ist das Ding hier ganz cool. Du bist aber nicht mein Pferd. Wo ist denn mein Pferd? Wo ist denn jetzt mein Pferd abgeblieben? Ne, das ist ein Bär. Sekunde. Ja, ja, ist ja gut. So. Jetzt darf ich auch mal. Wobei, wir leveln mal ein bisschen meine Zerstörungsmagie. Ich weiß. Naja, nächstes Mal. Bam! Nur weil ich es konnte. Und weil ich eigentlich mein Pferd suche. Solche Zerstörungszauber kann ich eigentlich nur ohne Begleiter machen, ne? Aber ich sehe hier jetzt mein Pferd nirgendwo. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich wirklich, wirklich ein Problem. Das ist durch den Kampf, ist das doch jetzt abgehauen. Aber wohin ist es geritten? Wie gesagt, das Eigenheim ist halt besser. Was wir uns da bis jetzt zusammengestellt haben, weil es halt einen Kutscher hat. Ganz ehrlich, wie bist du denn da hingekommen? Kein Wunder, dass kein Mensch dich findet hier. Irgendwo an Bergklippen festkleben hier. Einen auf Spider-Pferd zu machen. Eieieiei. Gut, aber jetzt stelle ich das erstmal ab. Dann gehen wir jetzt nochmal eine Runde schlafen. So, ich sollte mich auch vielleicht erstmal nochmal heilen. Dauert ja ein bisschen. Und ich bin immer noch am Zadern, ob ich das eher durch Alchemie nachher machen möchte mit der Heilung. Oder ob ich dann nachher sage so, jo, wir machen das jetzt einfach über die Heilung an sich. Beides reizt.
Oh, das hat noch nicht ganz ausgereicht. Wir brauchen noch 2 Stunden. So. Tagesanbruch wäre schon nicht schlecht. Und jetzt sind wir auch wieder voll. Lautlosigkeit, zack. Mittlerweile haben wir ja ordentlich Mana, ne? 240 haben wir jetzt. Also noch nächstes Level noch einmal in Mana. Dann sollte das passen. So, jetzt muss ich ja hier erstmal alles wieder mitnehmen. Da haben wir 250 Mana. Boah, das sollte eigentlich passen. So, jetzt gehen wir mal die Orks besuchen. Die sind ja eigentlich hier fast auf dem Weg. So überladen, wie ich bin. Aber hier runterreiten wird jedes Mal ein bisschen doof. Aber na gut. Es ist halt so, wir hätten jetzt da nochmal eine Zwischenposition. Aber man hat gesehen, man hätte da ein paar Artefakte ausstellen können. Das heißt, es gibt bestimmt nochmal ein besseres Haus. Es soll ja viele Häuser geben. Was vielleicht ein bisschen besser angebunden ist, weil das ist jetzt nicht so gut angebunden. Es sieht sehr hübsch aus, es gefällt mir auch sehr gut. Aber das war es auch schon. Die Anbindung ist da halt ein bisschen blöd. Schicke Rüstung. Sekunde mal. Ah, ich bin überladen, ich komme dir nicht hinterher. Ach. Hast du Schwein gehabt? So, jetzt gehen wir mal zu den Orks und werden da jetzt auch nochmal ein bisschen Kleingeld los. Wir haben da einen Trankhändler, einen Waffenhändler. Und wir könnten uns dort auch nochmal in schwerer Rüstung unterrichten lassen. Jetzt bin ich aber überlegen, in Markart können wir das ja ebenso. Ja, in Markart könnten wir uns auch unterrichten lassen. Von der Schmiedin, denke ich mal. Ich denke mal, wir haben jetzt genug Level wieder gemacht, dass sie wieder sagen kann, jo, ich bringe für Gold ein bisschen was bei. Weil das wäre ja dann bald die nächste Rüstung. Aber gerade so einhändig oder sowas in der Richtung ist schon... Ja, waren zweihändig, ne? Von den Orks. Irgendwas Rotes wandert da auf mich. Das ist schon wieder so eine Assassine. Ich hoffe, das war jetzt hier hoch. Viel zu früh. So, tschüss, meine kleine Assassine. Du lauerst zwar dem Turtle auf, aber der Turtle lauert nicht dir auf. Denk mal drüber nach. Zumal, es sind immer die Argonier, die mich assassinmäßig umbringen wollen. Erklärt wohl wahrscheinlich auch das mit dem Sneaken und so. Naja, mal gucken. So, jetzt müssten wir mal da hinten hoch. Ne, das ist zu früh hoch. War das nicht hier hinten irgendwo? Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ob ich mich jetzt da nochmal wirklich unterrichten lasse, kostet halt, wie gesagt, jedes Mal 500. Ich könnte langsam mal wieder Menschen vertragen. Njam, 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 njam. Da läuft Essen rum. Ich weiß nicht, irgendwie kostet sich das mit als Kannibale so ein bisschen aus gerade. Na gut, es ist auch wirklich strong. Ich kriege 50 Lebenspunkte for free für 5 Minuten. Meine Ausdauer erhöht sich auch jeweils nochmal um 50. Ja, es schmeckt. Also ich denke mir gerade so beim Banditenlager hast du einen schönen Vorteil davon. Dafür, dass du nur den Ring ausgerüstet haben musst. Wobei ich noch nicht ausprobiert habe, ob es auch ohne geht. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, meine werte Dame. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert?
Ja, die Zutaten, ja. Die nehme ich dir mal alle ab. Den Dietrich nehme ich dir auch ab. Kein Problem. Und jetzt gebe ich dir dafür einfach ein paar Waffen. So, Nordschwert der sengenden Hitze. Stecken 15 brennende Ziele, erleiden zusätzlichen Schaden. Komm, kannst du haben. Hab ich jetzt keine Verwendung für. Macht nur 15 Schaden. Wir hatten schon mit den Ork ein bisschen besser. Stahlschwert der Blitze. Auch 15 Schaden. Ja, kannst du auch haben. Der Kraftlosigkeit. Oh, du hast nur noch. Ja, gut. Oh, dieser Redekunst-Perk ist Bombe. Was beibringen konntest du mir nicht, ne? Ich habe ein altes Heilmittel für Felsenhaxe. Oh, Kinder leiden häufig darunter. Ah, ja. Du konntest mir aber, glaube ich, was beibringen, ne? Auch ich habe einst ganz Himmelsrand bereist wie ihr. Ich vermisse diese Zeit. Nee, er konnte mir nichts. Das war also nur der Ork-Anführer hier. Der mir was beibringen konnte. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein... Ihr werdet zwar nie so gut sein wie ich, aber vielleicht kann ich euch trotzdem etwas beibringen. Ja, das wäre nicht schlecht. Weil er ist Trainermeister. Das heißt, er ist sehr gut da drin. Aber es kostet 2090 Gold eine Stufe. Kämpft wacker. Okay, das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Also so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Aber ich wüsste wenigstens, wo ich einhändig war das. Schwere Rüstung war sie denn, ne? Konnte sie mir dann wirklich schwere Rüstung beibringen? Komm, du siehst aus wie ein Verkäufer, aber bist keiner, ich weiß. Ich arbeite mit meinem Bruder Garol. Sucht ihr nach Arbeit? Wir schürfen unser eigenes Erz. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, aber erstmal alles, was du brauchst. Nämlich, du brauchst meine Waffen, die ich hier habe. Ein Zwergenbogen, Zwergenaxt, Zwergenhämmerlein. Na gut, für den einen kannst du noch haben. Haben wir noch 4000. Na gut, sie... Wenn ihr sie richtig verwendet, spürt ihr gar nicht, dass ihr sie tragt. Sie könnte mich nochmal für ein bisschen in schwere Rüstung unterweisen. So, mehr kriege ich leider nicht hin. Schade. Aber dann sind wir da auch schon mal ein bisschen besser. Wird so viel Geld jetzt wieder ausgegeben. Jetzt sind wir wieder bei 2,1. Aber warum bin ich denn immer noch so schwer? Na, ich wiege eigentlich nicht allzu viel, aber gut. Das heißt, wir müssen ja sowieso nochmal nach Markart gehen. Und wenn ich jetzt den Fleischhändler vorne, den Juwelenhändler... Helfe meiner Mutter Arob mit der Jagd. Wir versorgen wir haben da ja so viele Fleisch Händler. Wir haben hinten also da haben so viele Leute ein bisschen Gold, wo wir jetzt alles eintauschen können. Also nicht speziell die Händler aufsuchen, sondern wir können ja jetzt einfach sagen, so hier, nimm. Und dann nehmen sie. Ich bin die Jagdfrau dieser Festung. Ja, ist auch gut so. So, weil von hier aus ist es ja nicht so weit. Da müssten wir auch, glaube ich, von Markart aus starten, wenn wir jetzt hier unten die Quest machen wollen. Aber wie gesagt, geht ja jetzt erstmal um die Geldbeschaffungsmaßnahme. Und eine Quest haben wir wenigstens abgeschlossen. Wir sind ja nicht ganz so düschig. No? Ist hier oben eigentlich jetzt jemand gestorben? Ja. Sind sogar mehrere Personen gestorben. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt durchsuche, kann ich mich nähren und... durchsuchen. Okay, solange ich mich noch nicht genährt habe, ist alles in Ordnung. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ne, das muss ja ausgerüstet sein. Da ist jetzt der Niras Ring.
Ich brauche also diesen Ring, um Kannibalismus durchzuführen. Okay, das heißt, wir sind eigentlich nur ein Kannibale dank des Rings. Na, guten Hunger. Ich bin noch leicht hungrig. Jo, passiert. Jetzt bin ich satt. Ein satter Geist ist ein guter Geist. Das heißt, wir haben ja jetzt 15% des Schleichens nur verloren. Aber es wäre so eine Möglichkeit, nochmal einen Buff von 50 und 50 zu kriegen. Ich denke mal, der ist momentan besser als die 15% Schleichen. Wenn ich aber merke, dass ich beim Schleichen nahe kein Glück mehr habe, dass mein Rassenbonus halt einfach nicht ausreicht, dann muss ich nochmal wechseln. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir spielen auf Legende mit Überlebensmodus. Ein bisschen schwieriger, ne? Und gerade um den Skill hochzukriegen, schon wichtig. Schon wichtig. So, dann wollen wir jetzt mal in die Stadt. Jetzt bin ich mal gespannt. Endlich mit dem Skill. Das heißt, jetzt wird die Redekunst nur noch so sprudeln. Und ich kann überall, jeder, der was verkaufen tut, ein bisschen was in die Hand drücken, was wir zum Beispiel nicht brauchen, was wir nicht aufbewahren wollen. Also passt das. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, hier wird nicht rumgetrödelt. Sehe ich genauso. So, dann gucken wir mal. Das beste Fleisch, ne? Oder das frischeste? Alles, was ich in der Auslage habe. Ja, es sind nur 55 Gold, aber hier... Haben wir noch Bekleidung? Wert 25, 10. Wollen wir irgendwas für 3 noch? Na, die ganzen Ringe bestimmt nicht. Des Schleichens darf ich dann nicht weghauen. Na, für 1 noch. Haben wir vielleicht noch einen Trank, den dir interessiert? Ah, komm. Kommt wieder vorbei, wenn ihr mehr Fleisch braucht. Und bringt Gold mit. Hab du mal mehr Gold. Ja, mal sehen, welchen Schmuck ich da habe. Ist ja auch fast kein Geld, also ja. Ist an und für sich nichts. Zwei, drei Sachen und dann ist sowieso wieder Ende. Kommt vorbei, falls ihr einen neuen Ring oder eine Kette braucht. Braucht ihr etwas? Nö, noch nicht. Gehen wir erstmal zur nächsten Kannibalin. Der hat bestimmt ihren Mann gefressen. Jede einen Wette. Guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, ihr wart bei Nirams Festmahl, nicht wahr? Ihr dürft außerhalb des Schreines nicht von solchen Dingen sprechen. Nur ihr und eure Tischgäste dürfen davon wissen. Naja, okay, gut. Habt ihr was zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Also ganz ehrlich, meinetwegen kann Marker zugrunde gehen. Das ist eine scheiß Stadt. So, machen wir erstmal Bekleidung fertig. Eisenpanscher Handschuhe, Eisenrüstung, Eisenstiefel, goldener Ring, die sind sehr leicht. Den Pelzschild. Die schuppenleichten Rüstungen hier. Silber, Silber, Silber. Okay, jetzt kann man noch Waffen. Hier den Jagdbogen. Ah, komm, einen darfst du haben. So. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich bin immer noch überladen. Es ist der Wahnsinn.
Na gut, zwischendrin einfach auch noch mal ein bisschen was aufgehoben, ne? Alles fürs Geld. Alles fürs Geld. Gut, dann jetzt noch einmal zur Schmieden. Dann hätten wir hinten noch einen, falls ich noch was hab. Das blutigste Fleisch in Reach. Alleine jetzt diese kleine Runde hat uns jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen Geld eingebracht. Was ich gleich instant wieder ausgegeben habe, aber hey. Leben und leben lassen. Das Geld floriert hier nur. Irgendwann sind wir sowieso mit den meisten Sachen fertig oder haben die meisten Sachen, die ich brauche. Dann hört's auf, dann wird's sich sowieso relativ schnell ansammeln. Ich muss halt aufpassen, dass ich nie unter einen gewissen sollte. Unter 500 sollte ich nie gehen. Ich habe erst gesagt, immer ein bisschen mehr, aber besser ist es. Guten Tag, die Dame. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. So, dann wollen wir noch mal gucken. Verkaufen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Oh. Schaden austeilen. Indem ich dir hier noch mal ein bisschen was vermache. So, so wie es aussieht, haben wir jetzt alles. Ich könnte dir jetzt sogar Seelensteine oder ähnliches machen. Vermachen. Sehr schön. Also ich mag das, ich mag das. So Bücher definitiv nicht. Das auch nicht. Wir könnten dir sogar Essen andrehen. Aber nee, da bin ich auch zu geizig für. Das heißt, jetzt fangen wir schon an, die Ringe mit der jeweiligen Fähigkeit zu verhökern. Oh, noch einen günstigen Ring. Ja, die sind alle über 100. Leicht und geben 100 Gold. Also, ja. Mal gucken, können wir dir vielleicht nochmal irgendwas abnehmen? Ebenenerzbarren. So. Nicht allzu schwer, aber so könnte ich dann halt nochmal ein bisschen was loswerden hier. 255, 255. Weil, wie gesagt, die Ringe wiegen nicht viel. So, nochmal ein bisschen was eingetauscht. Mhm. Und ich kann mich wieder bewegen. Ah, ist das schön. So, jetzt gehen wir durch die Halle der Toten, oder... Ja, komm, wir gehen durch die Halle der Toten. Das geht am schnellsten, denke ich mal. Kommen wir nämlich zu den nächsten zwei Schmieden. Die wir auch nochmal beräubern können. Wie viel wiegen wir denn jetzt eigentlich? 258, ja. Wir kommen dem Ganzen schon deutlich näher. So, lups. Jetzt können wir ihnen ja nochmal ordentlich was in die Hand drücken. Ich bin Kalzelmus Neff. Gut zu sehen. Werf deinen Blick darauf. Ja, ja. Habe ich drauf geworfen. Hat mir nichts gefallen. Hat nicht viel Gold, oh. Na, 127, einige mit 99. 160. Redekunst verbessert. Sehr schön. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, ist so das Problem von dem Goldschmuck. Sehr teuer. Aber die meisten haben halt nicht genug Geld. Dafür aber sehr leicht. Sie glauben, sie könnten in meiner Stadt morden. Ja, natürlich können sie in deiner Stadt morden. Du lässt es ja auch einfach eiskalt zu. So sieht's aus. So, du hattest auch nochmal. Ich bin der Person. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, auch nochmal 600. Gut, 600 abgezogen. Mhm. Mhm. Und die Runde war nicht groß genug. Ich glaube, wir müssten mal von hier aus bis Einsamkeit mal durchlaufen. Denn, wenn wir nochmal so viel zu verkaufen haben. Aber ich kann mich ja wenigstens jetzt bewegen. Vor- und Nachteil.
Und wir sind wieder bei gut 5100 Gold. Also, auch das schmeckt. So, jetzt wollte ich nochmal kurz zu dir hier, bevor ich es vergesse. Braucht ihr eine neue Bin in einer Festung aufgewachsen. Jedes Ork-Mädchen hat irgendwann mal an der Schmiede zu tun gehabt. Aber ein Mädchen muss erwachsen werden. Und das Leben in der Festung war sehr fordernd. Also ging ich zur Armee. Dort habe ich mein Handwerk gemeistert. Ja. Aber warum kannst du mir das denn jetzt nicht mehr weiter beibringen? Weil du nicht mehr gut genug bist. Also bist du gar keine Meisterin gewesen. Sag mir nicht, dass ich jetzt in Schmiedekunst besser bin als du. Das ist doof, weil mir fehlen noch 3 Level. Ich dachte, kriege jetzt die 3 Level noch zusammen. Für die Ebenenerz-Schmiedekunst. Die Dedrische wird mich ja dann auch nochmal da oben interessieren. Kostet aber schon 90, ne? Gut, aber wenigstens die 80, ne? Das. Ich habe keine Ahnung, was die Dedrische braucht, aber ich denke mal, die Ebenenerz, sagt ja schon, Ebenenerz, vielleicht mit Stahl, vielleicht mit Silber, vielleicht mit Gold, irgendwas so in der Richtung. Naja, gucken wir mal. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. So, noch einmal ein bisschen Illusion gepusht. Illusion ist bald durch. Aber wir haben bald irgendwas mal auf 100, hoffe ich mal. Ich hoffe, es ist nicht zuerst Illusion. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.